Mic check 1-3. Schröber, kannst du mich hören? Check gleich einmal. Hallo, ich kann dich hören. Sogar sehr gut. Ja, freut mich. Denn jetzt darf ich begrüßen zu einer neuen Folge Zuhören wollen. Ja, ich freue mich. Schön. Immer wieder ein Fest. Immer wieder. Irgendwo Zombies. Na, ist nicht schlimm. Ich bin kurz nochmal Holz holen. Ja gut. Ich hab auch noch 3000 einstecken. Wo ist er denn? Ich bin noch hier hinten und hole gerade noch Clay mit einer Steel Pickaxe. Leider muss ich hier Clay abbauen. Das ist halt ein bisschen semi, aber... Ja gut. Ich hab jetzt ein bisschen was über 700. Das muss jetzt reichen. Ich hab jetzt keine Lust mehr. So. Clay, 700. Achso, du... Ach, jetzt zeig's erst. Ich hab noch Clay geholt, ja. Ja, die schneidet uns Clay mit einer Pickaxe. Könnte ich hier allerdings auch nochmal Clay holen. Ich bin ja hier. Ja, mach das. Clay-torius. Ich bringe dann gleich noch Clayterous. Ein paar Pine Seeds mit und würde die gleich bei uns in der Nähe nochmal anstellen mit Clayterous. Don't lie. Ja. Wir konnten jetzt nicht ganz genau verstehen, was du gesagt hast. Mhm. Was ist ab? Nee, ich sag dazu nix. Nee, du sollst doch nicht dazu sagen, du sollst nochmal wiederholen, was du gesagt hast. Nee. Hast du einfach blöd lachen lassen können. Du musst es ja natürlich gleich wieder wiederholen hier. Ich hab vergessen. Und hier unseren Jugendschutzfaktor wegmachen. Jugendschutzfaktor? Ja. Ich hab nur gedacht, du hast es gesagt. Wusstest du eigentlich, dass man für eine Altersfreigabe ab 16 nur zweimal Scheiße sagen darf? Na, das ist ja Scheiße. War ja klar. Echt? Mehr ist nicht? Zweimal Scheiße? Ja. In wie vielen Minuten? Nein, keine Ahnung. Das ist doch aus Pulp Fiction, Mann. Ach so. Ah ja, okay, schwierig. Wo ist denn jetzt der ganze Clay hin hier? Wie viel hast du? Hier ist ja auch nochmal Clay. Ja, wir haben direkt vor der Hütte, wie ist überall Clay irgendwie. Achso, okay. Clay is no problemo. Oh Mann. Das war jetzt echt ein Witz, ja. Ah, der war schon sehr witzig. Ja, ich hab jetzt nochmal 600 Clay. Wie hat denn jetzt auf einmal 600? Auf die Schnelle? Na, mit der Schippe? Ja. Geht das gut schnell, ja. 26, ja, stimmt. Und jeder Block, den du voll endest, gibt hier nochmal 25. Stimmt, 26. Ja, wahrscheinlich je nach Skill mit dem. Ja, kannst du haben. Also ich pflanze hier hinten am radioaktiven Gebiet mal noch ein paar Bäume an. Ja. Wenn sie extra groß wären. Mit Augen und so. Genau. So, 974, mache ich einfach mal die 1000 voll. 1000 voll. Und dann kommen wir wieder home. Back home. Guck mal hier, ganz mit Ding. Level 75. Ach, du hast das hier oben wieder zugemacht? Nee, doch. Warte, ich zugemacht. Na, hier ja, klar. Aufgang, okay. Ja, ja. Jo, hier geht's ein bisschen nach links, rechts, okay. Oh. Bogen, links, quiepsch, cool. Ja. Geht, ja? Warum? Ne, natürlich, klar. Okay, ja. Ihr müsst natürlich dann nur dann noch, Na? Mit einer Leiter dann vielleicht hoch und oben dann mit einer Vault-Hatch oder so? Ja, ja, ich wusste noch nicht wie, ich hab's erstmal so... Ja? Einfach auf die Schnelle, hinkatecht. Auf die Schnelle, Holst du alle aus, die Zitadelle? Nee. So ungefähr, ja. Noch ein paar. Komm, erstmal hoch, erstmal alles ansetzen und dann geht's hier weiter. Bam. Bam. Frag mich, wie Nobby geht. Nobby? Ja. Oh, was soll er schon machen? Ist wahrscheinlich wieder in seinem Meinst du, er hat Camp zu Hause da geschafft? Und doch, da bin ich mir sicher. Also wenn er fliegen kann, ja, Junge, ne? Wenn er fliegen kann, dann ist er Nobby. Um Gottes Willen! Ich hab doch alle weggemacht. Es kann doch jetzt nicht sein, Alter. Ach ja, wir haben wieder vergessen, den Zettel vorzulesen, ne? Wir wollten eigentlich vor jeder Folge. Ich kann doch nicht sterben. Ist ja jetzt schon das zweite Mal jetzt. Ja. Aber ich habe immer noch 90. Ah. Du hast die Heal-Nut wahrscheinlich. Die Heal-Nut. Nice.
Warte mal, wenn ich jetzt die Heal-Naht anbastel, dann gehe ich direkt auf 100, oder was? Wenn du die jetzt nochmal machst, dann, ja. Ja, warte, müsste das hochgehen, hochgehen auf 100. Das ist ja noch mein Skill, du. Wo ist denn die Heal-Naht jetzt? Oh. Not. Heal-Naht. Geht nicht. Warte, warte, jetzt mal hier. Nee, du musst Minimum Athletik kosten. Musst du erstmal haben. 60. Ne? You get it. Athletik. 60. Boah, da muss ich ja richtig drin hasseln noch. Wo bist du bei Athletics? Warte mal ganz kurz. Bei Running Athletics and Punching. Bin ich bei 43. Ich bin bei 44. Ja, dann kannst du nur hier nicht nur auf Stufe 2 machen. Und das nächste ist dann erst wieder ab Level 60. Warte, ich muss punchen, warte. Ja, du kannst draußen hier, also rumrennen und Was ist denn los? Auf jetzt. Sticky B. Okay. Ich muss mal meine Sachen wiederholen. Warum ist denn unser Feuer? Warum hat unser Feuer nur noch 31 Punkte? Keine Ahnung. Schau mal, keine Ahnung. Komm ich jetzt da runter, ohne dass ich irgendjemand. Wir müssen da irgendwie in den Innenraum, müssen wir uns einen Plan machen, oder? Wir gehen nicht mehr in den Innenraum. Ja, gehen wir noch in den Innenraum. Ja, ist ja gut. Nee, Innenraum hier. Innenraum. Mann, ey. Oh Gott. Hey, oh Gott, einen Satz. Kann gar nicht. Ist gerade schwierig. Blute. Kann ich eh gleich nehmen. Mann, Fleischhammer, echt. Ja, so. Fassen. B-Rein-Spikes hast du ja schon gesetzt. Das ist doch schon mal super. Ja. Gut gemacht. Ist die jetzt schon immer rumgesetzt? Will ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Kann ich nicht sehen. Aber. Bin ich auch real. Kann ich die hier aufwerten? Geht gar nicht, wa? Komisch. Gut. Nee. Denn diese blöden Minen da hier nicht. Wessen Idee da handelt überhaupt? Kannst du das mal nachlesen? Hm. Ja, könnte ich. Ich würde gerne im Nachhinein noch eine Anzeige erstatten. Mhm. Versuchten Morris. Totschlag? Mordetes und Totschlages? Genau. So. Jetzt sind die Minen dabei, ja. Gunpowder. Was hat Gunpowder hingemacht? Hier ist die Kohle. Und dann machen wir bald mal ordentliche Kisten. Da freue ich mich auch drauf. Ordentliche Kisten, ja, das stimmt. Ordentliche Kisten. Boah, das ist ja nice. Hast du mir einen Haufen 500 gemacht? Netter Mensch. 113 über. Oh, 500 Watt. Hat ich gemacht. Von meiner Munition. Ja, so ungefähr, genau. Das sind 500, ja. Ich pack dir in die eine Toolskiste, pack dir mal die Steel Fire Axe rein. Willst du gleich noch eine Steel Pickaxe haben? Eine neue? Bitte, ja, ganz dringend. Steel Pickaxe, den neuen, dann krieg ich die Scrappen. Iron Scrap ich auch. Shovel Scrap ich. Und dann würde ich gerne mal einen Spike Club ausprobieren gleich. Kannst du nochmal Forged Iron anwerfen? Dann krieg ich uns vielleicht nochmal. Ach, guck mal, hier ist ja noch was. Wusste ich gar nicht. Ja. Und. Recipes. Dings. Weiter. Forged Iron. Hast du alles aufgebraucht? Ja, ja. Für gerade mal 81 Stacheldrähte. Drähte. Ich mach nochmal 100 Forged Iron. Ich hatte ja nochmal was drin liegt, also müsste ja eigentlich nur noch da sein. Ja, ich mach immer so im Wechsel immer ein bisschen Steel, ein bisschen Forged Iron, weil Steel brauchen wir irgendwann nur nochmal zum Aufwerten auf. Ja, Stahl, geil. Muss auch aufgewertet werden, da brauchen wir auch ewig viel, ewig von. Ja, richtig viel, hm? Richtig viel. Kennt ja aus dem anderen Leben, was ich ja nebenbei führe. Ja. Den Zweitleben. Casa de Jack ist bald fertig mit Pool. Hm. Aber so, das so hat hier das nichts sein. Zu sagen. Das hat hier nichts. Ja? Da müssen wir hier raushalten, ja. Ja, ja. Mhm, na klar. So, okay, dann habe ich das gesetzt. Bam, 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 malicious. Dann muss ich irgendwann mal, wenn Zeit ist, würde ich den Aufgang hier einfach mal mit Holz umkleiden. Was ist denn jetzt auf immer hier? Naja. Wenn jetzt gerade leider nicht so ganz folgen. Na, den Tunnel quasi. Den würde ich gerne in Holz verkleiden. Ja. Einfach schöner aussieht, beziehungsweise das stimmt. Ist ja eine Mine, ne? Muss ja abgesichert. Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt überlegt, dass entweder machen wir hier eine Treppe rein und machen hier vorne dann auch noch so eine Ausgangstür. Ne, dass wir hier vorne noch. Ich sag mal, können wir eine Tür hier reinlegen?
Warte mal, ich hab da oben noch eine. Oder hast du die schon verbaut? Nee, hab ich noch nicht. Warte mal, lass mal kurz. Nur check. Das wäre doch witzig, oder? Ja. So, dass ich hatte ganz kurz nochmal die Säulen auf. Ja. Ich wusste ja nicht, dass das noch geht. Geht nicht. Nee? Dann kann sie nicht mehr liegen, ne. Okay. Dann, wie gesagt, dann müssen wir das irgendwann, Schade. Das ging doch mal, ne? Ich bin auch der Meinung, dass das mal ging, ja. Na gut, es ist wie das. So, ich hab nochmal 400 Gunpowder, also wir sind jetzt bei 1773 Gunpowder, das ist doch mal was Feines. Auf jeden Fall. Bau mir hier ganz kurz mir meine Brücke rüber. Oh, ich sehe schon meine viel Steel Fire Axe und eine Pickaxe hat es mir auch gemacht, ne? Die ist gerade in der Mache noch. Nicht gut. Ach, auf den Stacheldraht kann ich eine Stroff machen. Okay. Ja, interessant. Was wolltest du da rausmachen? Ich baue mir hier gerade kurz eine kleine Brücke aus Woodframes, dass ich hier nochmal ein bisschen aufwerten kann. Ah. Will ich jetzt noch. Nochmal? Halt schon wieder? Lobby. Lobby macht eine extra Schicht heute. Soll ich holen? Ja, warum nicht? Macht Sinn, wa? Kann schnell nochmal holen. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Hä? Wieso nicht? Nee. Ach auch. Shit, jetzt kann man ja von innen raus. Achso, nee, du hast hier schon mal vorbereitet. Mein Stand. Oh Gott! Rüber! Was denn? Du. Ich hab nichts zum Bandagieren gerade da. Gar nichts. Nee, geht schon wieder. Ey, es gibt Probleme, macht ja auch Spaß. Mann, ey, unser Haus wird immer mehr zu meiner eigenen Falle. Ja. Das ist nicht gut. Ah, jetzt haben wir schon wieder hinter. Das gibt's noch nicht. Oh, falsch gekommen. Use und Painkiller ist drin. Zeug. Jetzt hat den Airdrop verloren. Fuck it. Oh, jetzt brauche ich hier wirklich diese doofen Dinger hier. Das ist doch nicht zu fassen. Da hinten liegt er. Okay, ich habe gesehen. Das ist schon mal gut. Das ist schon Straight mal sehr gut. Edge. Okay. Mann. Warum braucht ihr denn einfach so lange zum Durchtrocknen? Was? Ach so, ja. Hm. Ja, manchmal dauert es lange und manchmal geht es echt schnell, aber gibt es keine Angaben. Zum Beispiel das hinter dem Aufgang im Safe Room. Ja. Ist ja immer noch nicht trocken. Ah, hier ist die Kiste. Nice. Und die hast du. Oh, Sledgehammer Schematics, SMG Receiver Schematics, Spike Club. Und ein Beaker haben wir, glaube ich, genug, ne? Ja. Haben wir halt gelootet? So ein bisschen Angst, ob wir hier schon wieder irgendwelche Beobachter haben, weißt du? Kann ich verstehen. Kennst du das? Kennen Sie auch dieses Gefühl? Das läuft noch. Zement. Dann. Geht auch so schön raus. Oh, da ist halt direkt Young von uns. Alter Quatsch. Die Pickaxe. Oh, kommt hier auch wieder mit drin. Wieder Steine. Oh, Splattergun. Why the fuck? Increase your grandma's blow off hands. With every rank. Wisst ihr was? Fuck you. Bin jetzt ein Splattergun-Meister, verstehst du? Splattergun? Ja, ich weiß nicht, die Dinge irgendwie. Meinetwegen. Potassium Nitrate, wo müsste das mit hin? Müsste eigentlich mit zum. Gun. Zum Gunpowder, zum. Weil du die Kohle ja auch hier hinten beim Forgen mit hingemacht hast. Die Kohle ist natürlich stimmt, multifunktional, ja. Ja. Verteilt das einfach. Wir müssen sowieso bald ordentliche Kisten uns. Könnte man eigentlich fast bald machen. Machen, bauen. Machen, bauen, tun. Wir müssten mal einen Ausflug machen, Schrubi. Danach. Müssten wir einen Ausflug machen? Ja, wir müssten mal rote Pflanzen uns besorgen. Wieso?
Ja, weil wir nur diesen heißen Kram machen können, aber wir müssen was zum Abkühlen machen. Wir sind ja nun mal in der Wüste hier quasi. Ja gut, deswegen hatte ich ja Metallklamotten mal. Schreit, Tante. Okay, sie hat weitergerufen. Ja, das ist doch nur eine. Ja, ist eine. Dann ist die oben. Oh, die Schrotze. Natürlich. Wie? Da war noch ein Zombie jetzt. Sind nicht noch mehr? Mit Bart? Kommt her! Da hinten ist noch einer auf der Straße. Genau. So, lass mich ganz kurz mal gucken. Ah, meine Schrotze macht jetzt endlich mal ein bisschen Alarm. Finde ich gut. Ah, nicht zu nah ran. Nicht zu nah ran. Minen, da sind Minen. Denke dran. Fleischhammer. Minen. Wo denn? Wo denn? Wo? Na, Minen. Hier sind doch Minen. Ich muss wo liegen denken. Die denn jetzt? Wenn da, wo sie vorher auch lagen. Ja. Hä? Okay. Richtig. Schieße. Versteh ich. Ich hoffe, der trocknet noch durch bis heute Abend. Ja, wenn sie überhaupt so weit kommen. So, jetzt vorsichtig. 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 Okay. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ja, gut. Klar, der wird schon noch trocknen. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Mal ein bisschen pusten. Ja, dann puste mal. Du warst doch der Sledgehammer Man, ne? Ja. Willst du den kriegst du den? Der Sledgehammer ist. Guck mal bitte drauf, was das für ein Skill ja, ist. Ob das da steht, ein Weapon-Skill ist oder ein Tool-Skill? Ja, Weapon-Smithing plus 1. Weapon-Smithing. Ja, aber das bringt macht Sinn, wenn... Ich meine, wie viel habe ich denn jetzt mittlerweile? Weapon. Ich bin bei 56. Gut, ist nicht so mega weit. Okay, ja, dann nehme ich den. Schmeiß ich den. Lern weiter, genau. So, hier ist alles einmal rum. Nein, nein. Können wir das doch irgendwann aufwerten auf Steel? Ein SMG-Receiver habe ich übrigens noch erfunden, aber. Ja. Das nur nebenbei. Nebenbei? Geil. Wo mir so ein Sniper-Einzelteile mir noch ein bisschen mehr wert wären aktuell. Ich glaube, ich bin eh mal rum hier. Mit Parts Reihe. Hast du zufällig noch Sand einstecken, dass wir dir zumachen können? Sand? Ja. Nee, Sand nicht, nee. Ja, okay. Also Crushed Sand habe ich jetzt einstecken, das bringt ja nicht viel. Ja, es geht ja nur, dass wir nicht reinfallen. In den Löschle. Kann man nicht den großen Stone auch noch herstellen? Theoretisch? Nicht, dass ich wüsste. Goldstone kann man herstellen, aber gut, das bringt natürlich noch. Jetzt gerade keine Zeit für, ich habe jetzt noch... Verdammt nochmal. Jetzt nochmal 200 in der Mache und habe noch 100 in der Tasche ungefähr, dann... Wo soll ich denn die nächste Concrete-Stufe hinbauen? Also. Dann eher in, ne? Concrete-Stufe eher in. Also innen, dann erstmal weiter ausbauen. Ja, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache. Gut, ich nehme hier mal die Brücke weg. Denk an die Minen. Ja. Ja. So, und den Eingang hätte ich jetzt nämlich dann auch dann irgendwie zugemacht dann zur Horde. Oder hätte dort dann zumindest ein paar Spikes reingesetzt. Spikes hast du ja noch, ne? Ja. Gut. Dann würde ich das Ding einfach einmal zumachen und wenn sie da dann doch dann reinkommen sollten. Ja. Mach doch einfach ein paar Frames rüber. Vielleicht ist die Laube. Musst du nochmal raus? Jetzt? Nö, grad. Nicht, naja, wenn nicht, baue ich mich rüber. Geht ja auch. You know. Okay. I know. That I know. That you know what to do. Okay. Jetzt ein bisschen ducke. Hier geht's zu uns. Immer. Kurz auf die Map geguckt. Norden, wenn ich muss hier lang. Oh, schön, du hast ja richtig Wasser am Start, du. Ja? Im Stadion. Sag mal, Tee draus machen? Alles im Ofen. Tee ist eigentlich auch alles voll, aber macht trotzdem. Naja, aber Wasser. Aber Wasser brauchen wir auch noch. Nee, fürs Du und so, hast recht. Und Knochen. Knochen kannst du mal mit Wasser ansetzen. Ja, warte mal. Klär mal ganz kurz, wie viel wir noch haben. Für Duct Tape und so weiter, für Repair Kits.
Ja, Duct Tape haben wir eigentlich, glaube ich, ganz schön viel. Ja gut, die werden jetzt demnächst 71, bei mir... 71, Alter. 73. Ja gut. Ja gut, ich meine, klar. Minibike noch irgendwann. Minibike, siehst du, da fehlt uns auch nur noch die Handlebar für, ne? Handlebar-Schematik. Brauchen wir die überhaupt? Die Handlebar-Schematik brauchst du, um die Minibike-Handlebars zu machen, ja. Handlebar. Also ich kann zumindest das Minibike. Also ja, das ist richtig. Ich auch wie die Handlebar machen können. Die Minibike-Handlebar, ja, aber dafür brauchst du noch die normale Handlebar. Die können wir noch nicht. Ich glaube, du bist wieder ein Stumpfsinn. Stumpfsinn. Aber sieht so aus. Mhm. Weil Stumpfsinn. Gut. Nee, du redest Stumpfsinn. Ich kann sie machen. Okay. Ich kann eine normale Handlebar machen. Ja. Mit ein bisschen Leder, Duct Tape und Short Iron Pipe. Und daraus kann ich wahrscheinlich eine... Richtig, ja. Daraus kann ich dann eine Minibike-Handlebar machen. Also ich könnte... Was sagen die Motoren? Die Motoren sehen eigentlich gut aus. Müsste man nicht alles da haben. Wenn du mir... Ah, oh. Oh. Ja. Fehlen uns nur Räder. Okay. Räder fehlen natürlich, uns. Natürlich blöd. Ja, Räder fehlen uns. Okay, aber das ist ja ein schnelles Ding. Das ist ja... Oh, hier ist die Pickaxe. Hallöchen. Na, mein Schätzchen. Schätzelein. Krall mir mal ganz kurz nochmal die... Und die? Warum will der hier schon wieder... Weiß ich nicht. Wieso ist nicht rot hier drin? Das verstehe ich nicht. Achso, weil ich irgendwas angesetzt habe wahrscheinlich. Also weil... Nee. Hä? Verstehe ich nicht. Egal. Soll ich irgendwas erforschen? Buckshot brauche ich nicht. Bullet Tips haben wir echt viele. Bullet Casings. Muss nicht. Iron Bars. Was ist das hier? Was ist denn Wood Iron? Really, Wolf Iron Fans. Wie bitte? Ja, don't talk to me, man. Don't talk to me. Yo. Yeah. Sorry. Dann mache ich erstmal 30 Glue. Das ist doch eine gute Idee. So. Wartet mal so. Tja, Schröm, wie sieht's sonst aus? Ich weiß nicht, was wir sonst jetzt noch brauchen. Ich finde, wir sind bereit, in Zombie-Ärsche zu treten. Ja. Also würde echt gehen. So. Wir hätten echt alle da. Was könnte man mal zwei Minibike-Dings machen? Ich mach mal zwei Handlebars einfach. Recipes, Leather. Machen wir mal 10. Mhm. Kann ich nicht, weil hab ich nicht gelernt. Kannst du Leather? Leather-Tanning? Nee, noch nicht. Dann können wir das nicht. Dann liegt genau daran. Nee, dann lerne ich das gleich. Ist nicht das Problem. Achso, dann müssen wir skillen. Ja. Echt jetzt? Würde ich dann aber auch gleich machen. Leather-Tanning. Achso, ja, mir fehlt mir eh ein Punkt. Ist ja doof. Ja, wie gesagt, mach ich gleich. Ist ja gut, entspanne dich. Ich würde Leute doch nur mal gucken. Ich mache hier nur den mitmachen. Den kleinen Durchgang hier. Ich will doch die nur Mine. Mitmachen. Wollte ganz kurz noch eine Door ansetzen, eine Wall-Door hier, eine Jute. Dann ist auch schon bald durch hier, ne? Oh. Oh, 4 wertet. So, mal, ja, eingemacht. Was wolltest du haben? Leather Tanning wolltest du haben, ne? Leather. Nice, ey. Leather Working, Leather Tanning. Hab ich gemacht. Das sieht so schön aus. Jetzt brauchst du Hide. Nee, du brauchst... Was willst du? Was denn? Tür auf und zu. Animal Hide, wie viel Leder brauchst du denn? Animal Hide, wie viel Leder brauche ich denn? Achso, ja, warte mal. Handlebars. Also aus einem Hide kommen wirklich auch nur ein Leder raus. Vier Stück nur? Vier Stück nur? Ja. Gut, ich mache jetzt einfach mal ein paar mehr. Ah, und Scrap Cable. Wie viel Scrap Cable? Haben wir es besser als brauchen. Wir haben genau ein Scrap Cable. Na gut, wenig. Kriegen wir da schnell hin. Können wir jetzt, ich würde mich auch gerne einfach nur erstmal schon mal in die Richtung vorbereiten. Ja. Also, das Leder packe ich hier einfach mit in die Kiste rein. Ja. Ich habe
nochmal LED von unten besorgt. Warum auch immer hier schon wieder das Metall einschmilzt und nicht das LED. Wir sehen gar nicht so richtig. Hat irgendjemand getauscht? Mhm, okay. So, dann mache ich aus dem Stil noch eine Vault oder Box Springs für immer noch Springs. Die scrappen wir immer, ne? Nee, Springs eigentlich nicht. Ach da, okay. Nicht. Ich schon. Ich hab die eigentlich immer gescrappt. Aber der Vault ist doch dit oder ist das was anderes als dit? Ja, aber das ist eine Vault Hatch. Achso, eine Vault Door, ja, aber das musst du auch nur aufwerten. Brauchst du das Dings für? Nee, ich baue eine komplett neue unten für den Zugang zu unserem Ausgang. Okay. Okay, du machst das schon. Ja? Ja, du machst das schon. Schon okay. Also hier hinten. Ja, ich verstehe schon. Wenn es dann irgendwann fertig wird. So, meine Damen und Herren, leider muss ich jetzt mal Schröber einfach mal wieder am Reden unterbrechen. Ich weiß, ihr hört das ja, ne? Ich muss aber den Arsch spielen. Ja, einer muss der Arsch sein. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es wird gerade kritisch. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Oh, falscher Knopf.